Heute gibt es einen XXL-Test für Pizza. Ja, Italpizza la numero uno, ciao ciao Pizzeria. Ja, das verspricht uns eine Tiefkühlpizza und ich bin gespannt, ob die was können. Ich habe euch 4 Sorten mitgenommen, wie 5 Käse, Salami, Schinken und Pilze und Thunfisch. Und alle 4, wie versprochen, jetzt im Test. Willkommen bei der Foodschau. Ja, im Vorspann habt ihr schon gesehen, heute testen wir 4-mal Pizza. Und ich muss sie einmal kurz auf den Boden legen, weil meine Konstruktion nicht lange halten wird. 4-mal Pizza aus Italien. La numero uno. Ciao, ciao, Pizzeria. Ja, ihr müsst, wenn ihr diese Pizza kauft, nie mehr in die Pizzeria gehen, denn ihr kriegt sie jetzt in Tiefkühlform aus Italien. Ist ein großes Versprechen von dieser Marke, Italpizza. Ja, das wird versprochen, ihr müsst nicht mehr in die Pizzeria gehen. Es gibt 5 Versionen dieser Pizza, ich habe 4 mitgenommen, weil die 5. dachte ich mir, nee, ich nehme jetzt nicht noch eine 5. Pizza mit. Natürlich, jetzt werden wir sagen, hätte ich ja mitnehmen können, aber es ist schon viel, dass ich 4 Pizzen jetzt auf einmal für euch testen werde. Wir werden wirklich in diesem Video 4 Pizzen testen, nicht 2, nicht eine, alle 4. Warum? Das ist eine Aktionspizza. Ich weiß nicht, wie lange Kaufland die haben wird, denn bei Kaufland habe ich sie gekauft und da stand exklusiv bei Kaufland. Das ist aber immer so eine Geschichte. Kann sein, dass es 2 Wochen lang da ist und dann ist das Produkt wieder weg. Die kann ich jetzt nicht stückeln über vielleicht über 4-5 Wochen, diese Pizzatests. Darum knallen wir uns heute alle 4 rein. Es gibt, wie gesagt, 5. Ich zeige euch erstmal die, die ich mitgenommen habe. Ich habe also mitgenommen Salami, klassische Sorte. Dachte ich mir, kann ich mir auf jeden Fall mitnehmen, weil das ist die beliebteste Pizzasorte der deutschen Salami-Pizza. Sie liegt auch hier schon vor mir. Sie sieht nicht schlecht aus. Das Verrückte ist, diese Pizza, die ist schon vorgebacken. Das ist eine Tiefkühlpizza, die vorgebacken ist, aber trotzdem noch mal für 9 Minuten in den Backofen kommt. Es verwundert mich ein bisschen, weil von der Optik sehen die schon fertig aus. Also nur, dass sie halt noch gefroren sind. Aber der Teig ist auch schon komplett dunkel und so. Ich bin noch ein bisschen vorsichtig. Aber großes Versprechen. Eine Pizza kostet 1,99 Euro in der Aktion, normalerweise 2,99 Euro. Ich habe Salami, wie gesagt, mitgenommen. Welche ich nicht mitgenommen habe, ist Margherita. Weil ich dachte mir, es ist die gleiche Pizza. Ich habe auf die Zutatenliste extra drauf geguckt. Es ist die gleiche Pizza, nur dass auf dieser hier halt noch Salami on top liegt. Dann brauche ich mir jetzt nicht die Margherita noch mitnehmen. Denn ich habe euch alternativ natürlich noch die 5 Käse mitgenommen. Also noch mehr Käse als vorher. Die ist aber auch schon fertig. Da ist der Käse sogar schon braun auf der Pizza. Seht ihr gleich in der Nahaufnahme. Die Schinken und Pilze ist eine Favoritenversion, muss ich sagen, von mir. Ich liebe Schinken und Pilze. Was ich sehr, sehr schade finde, es sind Dosenpilze, die da drauf liegen. Finde ich mega schade, weil ich auf eine Pizza gehören frische Pilze und kein Dosenpilz, der in dieser Lake drin lag. Und auch eine Lieblingspizza von mir, Thunfisch. Ja, Thunfisch mit Zwiebeln. Mal gucken, was die gleich können. Preis hatte ich euch gesagt. Ich zeige euch einmal ganz kurz, was ist drin. Was bekommt ihr denn hier für den Preis? Bekommt ihr hier wirklich eine gute Pizza? Oder bekommt ihr hier irgendeinen zusammengepanschten Scheiß? Hergestellt erstmal, kann ich es nochmal sagen, wird es von der Italpizza SPA aus Modena. Kommt also wirklich aus Italien, ist eine italienische Marke. Und wir gucken mal. Ihr bekommt hier also einen Teig aus Weizenmehl, Wassersalz, Hefe, Tomatensauce, passierten Tomaten, natives Olivenöl, Extra, Salz, Zucker, Oregano, Basilikum, Mozzarella, Mikrobelle ist okay. Passt alles. Salami ist Schweinefleisch, ist auch an sich okay, da ist nichts wirklich drin. Gewürze ist Cayennepfeffer drauf, Knoblauch, Chili, Gewürze, Paprika, ein bisschen Antioxidantienmittel, Raucharoma, Konservierungsstoffe, ja, und Sonnenblumenöl. Hätten wir vielleicht Olivenöl lieber gewünscht als Italiener, hätten sie schon sagen, komm, ich setze darauf. Aber an sich okay. 230 Kalorien auf 100 Gramm, 1000 Kalorien fast auf die ganze Pizza, die restlichen Nährwerte seht ihr, 410 Gramm. Jetzt fliegen wir über die anderen nur schnell drüber. Das ist jetzt die Käsevariante. Der seht ihr, hier ist mit Milchsoße, mit Becher, mit Blauschimmelkäse. Roquefort ist ja noch mit dabei. Vollmilch, Milcheiweiß, Mozzarella, okay. Schafsmilch, also ein Mix aus verschiedenen Käsesorten. Pecorino ist noch mit drin. Hat dann auch fast die gleichen Kalorien, geht in die gleiche Richtung. Gucken wir nochmal auf Schinken und Pilze. Fliegen wir schnell drüber. An sich wieder die gleichen. Dann ist gekochter Schinken drin. Der ist auch aus Schweinefleisch. Muskatblüte ist hier noch ein bisschen als Geschmack sogar noch mit bei. Kulturpilze. Champignons in Sonnenblumenöl eingelegt. Mit Salz, Reisstärke, Petersilie, Knoblauch, Zwiebeln, Aromen. Brauchst du nicht. Einfach knallt einen guten Pilz da drauf. Ein guter Pilz schmeckt geil. Also hat aber weniger Kalorien, wie ihr seht.
Und als letztes haben wir noch Thunfisch. Thunfisch fliegen wir auch mal schnell drüber. Das ist die fast mit die kürzeste Zutatenliste. Der Thunfisch ist mit Sonnenblumenöl, Salz. Da ist aber eine Kapernsoße dabei. Das finde ich sehr, sehr gut. Nichts Wildes sonst drauf. Und 900 Kalorien. Also auch ein bisschen weniger als die Salami und die natürlich die Käsevariante. Also Zutatenliste geht an sich klar. Für eine Tiefkühlpizza ist es kein Glukosesirup oder so drin. Habe ich jedenfalls jetzt nicht gelesen. Also die scheint schon ein bisschen auf klassische Zutaten Wert zu legen. Es sind natürlich ein paar Sachen drin, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt reinmachen müsste. Aber es geht schon in die Richtung einer klassischen Pizza. Ob das aber eine gute Tiefkühlpizza am Ende ist. Das ist immer noch was anderes, weil eine Pizza einfach nur tief zu frieren, die vielleicht gute Zutaten hat, und dann nochmal warm zu machen, ist am Ende nur eine warm gemachte Pizza und keine gute Tiefkühlpizza. Ich zeige es euch aber jetzt erstmal in der Nahaufnahme. Und das machen wir jetzt etappenweise. Wir fangen also mit Salami an, danach werden wir Käse testen, danach machen wir die Schinken, danach machen wir Thunfisch. Und ihr seht jetzt alle parallel. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Dann habt ihr zu jedem einen einzelnen Part. Also auf geht's in den XXL-Pizza-Test. Und hier ist sie jetzt. Ja, und die ist nicht fertig. Wundert euch bitte nicht. So sieht die Pizza aus, wenn ihr sie aus dem Karton nehmt. Also, der Käse ist zerlaufen. Hier ist sogar schon eine dunkle Stelle. Bei den anderen Pizzen sieht es noch schlimmer aus. Da ist der Rand teilweise schon richtig schwarz. Ja, diese Stelle hier ist auch schon so fest, die kann ich gar nicht mehr runterdrücken. Hier an anderen Stellen sieht man das noch, dass der Teig ein bisschen nachgibt. Ja, sonst, der Käse ist schon zerlaufen und dann eingefroren. Darauf liegen Salamischeiben. Man sieht das auch, wenn man das so runternimmt, sieht man hier diese Einkerbung. Also die sind dann auch in dieser Masse so drin. Ja, weiß ich nicht. Es ist eine leichte Mehlung drauf, das finde ich ganz gut. Von unten ist die auch noch nicht dunkel. Also ich kann sie euch von unten mal zeigen. Also so seht ihr das, die ist noch unten noch nicht fertig. Aber die sieht aus wie so eine Frischteigpizza. Und nicht wie eine Tiefkühlpizza. Und die Frischteigpizzen sind ja alle so mittelmäßig. Ich hoffe, das ist wirklich was Gutes und dass das auch so vorgebacken ist. Ich schiebe die jetzt in den Backofen und dann schauen wir uns die fertig an. Und dann wird die erste probiert und die nächste geht in den Ofen. Und hier ist sie jetzt frisch aus dem Backofen. Kurz, wirklich 6-7 Minuten, mehr braucht die nicht da drin. Dann soll sie fertig sein bei 220 Grad. Es ist so ein bisschen gefühlt der Teig nochmal zusammengerutscht, ob der Teig aufgegangen ist und jetzt die Pizza noch kleiner geworden ist. Sonst, ja, sieht sie ja nicht aus wie vorher, nur dass jetzt der Rand ein bisschen knuspriger ist und der Käse ein bisschen zerlaufen ist. Sie riecht nicht schlecht, das muss ich sagen, der Geruch ist ansprechend. Ich werde jetzt mal ein Stück rausschneiden, ich bin mal gespannt, ob die was kann. Normalerweise müsste sie für euch ja zusammen rausschneiden können. Das kriegen wir ja eigentlich hin. Also schnappe ich mir mal kurz meinen Pizzaschneider und werde hier mal ein Stück rausschneiden für euch. Ah, da ist sie aber schon sehr, sehr trocken. Wo ist denn hier mal ein bisschen Salami? Ich habe versucht, die Salami noch mal ein bisschen umzuplatzieren. Das hat aber an einigen Stellen nicht so gut geklappt. Aber wenn nicht, nehme ich mir gleich noch was runter. So, dann kann ich es euch nämlich so auch noch mal zeigen. Da haben wir direkt den Anschnitt auch mit drin. Also, der Teig scheint nicht schlecht zu sein. Er ist schön luftig. Sie gibt auch ganz leicht nach. Jetzt muss sie aber nur noch schmecken. Darum gehen wir jetzt ab ins Probieren. Und jetzt wird probiert. Und mal gucken, ob Salami überzeugend ist, oder? Hieß die Salami oder hieß die Salamio oder so hieß die doch, oder? Salamino. Ja, mal gucken, ob die was kann. Wie gesagt, gefroren, also in dem fertigen Zustand hat es mir gar nicht gefallen, aber sehr, sehr knautschig. Der Geschmack ist gut, muss ich sagen. Also der Geschmack ist gut, aber der Teig ist sehr, sehr matschig. Das ist echt schade. Der Teig hat einen tollen Geschmack. Du schmeckst Öle, also dass es ein richtig schöner Teig ist. Aber die Konsistenz von dem Teig, der ist matschig pur. Du merkst halt, dass es eine aufgebackene Pizza ist. Also es ist eine Pizza, die schon mal da war. Das ist wie wenn ihr euch eine Pizza kauft, esst die nicht komplett auf und macht die euch am nächsten Tag nochmal warm. Dann hat die auch diesen leichten, ja, du merkst halt einfach, dass das keine frische Pizza mehr ist. Und das merkst du hier leider auch. Aber geschmacklich ist die richtig gut. Also der ganze Grundgeschmack ist geil. Du schmeckst Käse, schmeckst eine schöne Tomatensauce, hast ein bisschen Schärfe. Du schmeckst die Salami, der Teig, also echt schade.
Back die einfach nicht im Ofenfeuer hoch. Also, ich weiß nicht, was das bringt. Also, vielleicht ist die wirklich geil, wenn die frisch hochgebacken haben. Da kann ich mir vorstellen, dass das eine geile Pizza ist. Aber so. Da ist es zwar knusprig, aber es wird sofort matschig im Mund. Und es ist zäh. Und da hilft es auch nicht, wenn ich die jetzt noch länger drin lasse, weil dann wird die nur knuspriger, aber es ändert nichts daran, dass der Teig zäh ist. Aber ich kann jetzt die eine Pizza vielleicht ein paar Sekunden länger drin lassen. Ich habe ja da schon die Käse liegen. Also die können wir schon mal reinschieben. Natürlich hat sich Barney jetzt auch hier hingelegt. Aber ich schiebe hier die Käse schon mal rein. Mach meinen Timer jetzt sofort an, aber 7 Minuten kann ich mir merken. Machen wir jetzt 9 Minuten einmal. Das waren jetzt 7,5, die hier drin waren. Aber Salami haut mich ehrlich gesagt nicht vom Hocker. Also, habe ich mehr von erwartet. Geschmacklich, wie gesagt, super, aber der Teig ist scheiße von der Konsistenz. Und das ist ein Riesenproblem. Darum würde ich ihr leider nur 2,5 von 5 geben. Weil die Hälfte des Produktes, was wichtig ist, das schmeckt leider nicht. Und das ist dann echt schade. Aber geschmacklich sonst echt rund. Naja, aber 2,5 von 5 für Salami. Ich kümmere mich jetzt um Käse. Ach nee, die muss ich ja nochmal rausholen. Die muss ich euch ja nochmal zeigen. Also mache ich das noch schnell. So, und nochmal schnell aus dem Backofen gerettet, bevor sie anfängt. Aber wie gesagt, die sah so aus, ihr seht jetzt diesen leicht glänzenden Film. Das war ich jetzt, weil jetzt ein bisschen Fett ausgetreten ist. Aber so sieht halt die Käsevariante aus. Also die ist wirklich auch schon an sich fertig, hat auch wieder diesen fluffigen Teig. Ich lasse jetzt, wie gesagt, ein paar Minuten länger drin. Wir machen jetzt die 9 Minuten, die auch draufstehen. Und dann schauen wir mal, wie dann der Teig wird. Aber es ist schade, dass der Käse halt wirklich schon zerlaufen ist. Ich finde das immer geil, wenn der Käse frisch zerläuft und geil aussieht. Aber vielleicht ist es der Obershit. Geschmacklich, wie gesagt, war Salami ja gut. Nur der Teig war ein bisschen doof. Und hier ist sie jetzt, die 5-Käse-Pizza frisch aus dem Backofen. Ja, optisch hat sich eigentlich kaum verändert. Sieht eigentlich fast genauso aus wie vorher. Nur, dass es vielleicht noch ein Ticken brauner ist. Ich habe den Teig jetzt 9 Minuten drin gelassen, statt nur 7 Minuten. Mal gucken, ob er jetzt besser geworden ist, ob es nur daran liegt. Ja, sonst halt eine Käsepizza. Mal schauen. Hier ist es schon relativ trocken, muss ich sagen. Also das sieht auch nicht so mehr auf, wenn man drüber fasst, merkt man das. Das ist schon sehr, sehr trocken an der Stelle. Ich hoffe, dass sie noch ein bisschen saftig ist. Also schneiden wir jetzt wieder ein Stück raus. Ich muss mich gerade nur dran umgewöhnen, weil sonst machen wir das ja in Parts. Aber ich schneide mal hier von einem größeren Stück was raus, hier hinten. Da, wo es ein bisschen fluffiger Teig ist und auch ein bisschen geröstet ist. Aber wie gesagt, die Salami, die ist echt nicht schlecht. Also ich will die jetzt nicht komplett schlecht reden. Also es ist vom Geschmack gut, aber es ist halt blöd, wenn der Teig knautschig ist. Schauen wir jetzt mal hier. Auch hier wieder luftiger Teig, also wirklich ultra luftig. Gibt ganz leicht nach. Aber ich hoffe halt, dass die jetzt nicht so knautschig ist wie die andere gerade. Aber sonst sieht die nicht schlecht aus. Und jetzt probieren wir die Käsepizza. Wie gesagt, ich bin zwiegespalten. Weil Geschmack ist echt geil, aber Teig. Ich hoffe, es ist besser, wenn sie 9 Minuten drin ist. Käsepizza riecht sehr, sehr kräftig, muss ich sagen. Man riecht, dass da blaue Schimmelkäse, also Roquefort auch da drin ist. Das stand auch hinten drauf. Also er ist ein sehr, sehr intensiven Geschmack. Geruch, ungewöhnlich für einen deutschen Geruch vielleicht. Vielleicht eher aus einer Pizzeria, aber aus dem Tiefkühlbereich. Mal gucken, ob die jetzt schmeckt. Der Teig bleibt leider knautschig. Leider. Aber sonst auch eine gute Käsepizza. Toller Geschmack. Du schmeckst diese Fette aus dem Käse, also auch das Fett, was ja schön ist, dieses Öl und Fett, was austritt. Und du schmeckst wirklich so schöne Käsenoten. Mild, dann kommt was Herzhaftes, also so ein bisschen kräftiger. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Pass auf. Wir machen das jetzt nochmal. Ich weiß, manche finden das eklig. Wer das jetzt nicht möchte, spult ganz kurz. Dieses Gummiartige, dieses Rumgebeiße. Und es wird und wird nicht. Du kriegst es nicht kaputt gebissen. Es ist dieses Magic Fester. Oh, das ist so schade, ne? Toller Käsegeschmack. Auch hier wieder der Teig. Du schmeckst ein bisschen Salz, du schmeckst ein bisschen Öl. Der Käse selber darauf schmeckt auch richtig gut.
Also toller Käsegeschmack, vielleicht vom Käse, Grund-Käse-Pizza-Geschmack, mit, auch eine mit der besten, was man vielleicht im Tiefkühlbereich so isst, weil man wirklich dieser, das, was ich in Deutschland immer vermisse, dieses etwas Kräftige im Käse, dass man nicht immer nur diese milden Sorten nimmt, sondern auch mal einen Käse drauf macht, der ein bisschen Geschmack hat, sodass auf der 5-Käse-Pizza auch mal, oder 4-Käse-Pizza, 5-Käse-Pizza, wie man möchte, das ist ja eine 5-Käse, dass man auch mal so ein bisschen verschiedenen Käse schmeckt und nicht immer nur so einen einheitlichen. Das ist echt schade. Aber Matsch, Matsch, Matsch im Mund und boah, das ärgert mich so. Das tut mir auch im Herzen weh, so ein Produkt dann halt niedriger zu bewerten, weil der Geschmack halt richtig gut ist. Aber der Teig ist totaler Rotz. Ich schiebe mir ganz kurz die andere Pizza in den Ofen. Die habe ich auch für euch gerade schon aufgenommen. Ich habe gerade dran gedacht, jetzt habe ich nicht den Fehler gemacht, das zu vergessen. Dann einmal ganz kurz, Moment. Okay, Google. Da klappt ja gerade super. Klappt das ganze Zeit, jetzt will das nicht. Timer auf 7 Minuten. So, Timer läuft. Dann weiß ich, dass ich die Zeit hier nicht vergesse. Es ärgert mich aber einfach nur. Es ärgert mich so sehr. Das ist so, es tut mir im Herzen weh. Ich liebe Food und ich liebe auch Tests dafür zu machen. Ich finde es toll, tolle Geschmäcker zu erleben. Und dann hast du so einen geilen Geschmack von Käse und Teig. Und dann hast du einfach einen scheiß Teig, der eine scheiß Konsistenz hat. Das hat doch nichts mit Italien zu tun. Ich habe auch in Italien schon Pizza gegessen. Ja, natürlich eine geile neapolitanische oder eine neapolitanische Pizza und so. Das schmeckt alles geil, aber die haben so einen geilen Teig und oh, warum machen die das? Warum machen sie hier so einen doofen Teig da rein? Also, das Problem ist wirklich, glaube ich, die müssen ihre Pizza einfach nicht vorbacken. Wenn sie die nicht vorbacken, ist das Ding, glaube ich, geil. Es ist milchig. Dann hast du Mozzarella. Dann kommt dieser Blauschimmelkäse. Dann kommen diese Hartkäse auch wirklich ganz leicht durch vom Geschmack. Ich würde sagen, ich schmecke höchstens 4 Käse raus. Aber du hast halt diesen Teig, an den man sich sicher gewöhnen kann. Aber ich würde jetzt keine von diesen Pizzen wegschmeißen. Die sind alle super und kann man essen. Aber dieser gummihafte Teig. Ich kann ihr schweren Herzens leider auch nur. Ich gebe ihr noch 3 von 5, weil der Käsegeschmack wirklich gut ist. Und ich liebe Käsepizza. Aber der Teig ist doof. Wäre der Teig geil, wäre das wirklich eine 5 von 5. Aber ich kann ihr nicht mehr geben. Das tut mir echt leid. Ich kann nicht für den Teig eine gute Bewertung geben. Tut, geht nicht. Naja, 5 Minuten noch, dann ist die andere fertig. Die mache ich jetzt 8 Minuten. Ich schiebe ja gleich nochmal eine Minute auf. Jetzt beim Moment, jetzt sind wir bei 5 und genau jetzt. Jetzt sind es noch 6 Minuten, jetzt habe ich jetzt 8 Minuten drin. Dann habe ich jetzt eine mit 7 Minuten 30 drin, eine mit 9 Minuten, war aber auch nicht besser. Mal gucken, ob jetzt 8 Minuten optimal ist. Und die nächste lasse ich dann einfach nochmal einen Müh länger drin, die letzte. Es tut mir im Herzen weh, echt. Es blutet mir das Herz, wenn du Essen liebst und dann das Produkt schmeckt und der Teig nicht schmeckt. Und hier haben wir sie jetzt, die Schinken mit Pilze-Version. Ja, ordentlich Schinkenscheiben drauf, Pilze, ja, so ein paar Stückchen aus der Dose draufgeschmissen. Und das war's dann auch. Die sind auch noch nicht vorgegart, wie man sieht. Die muss ich jetzt gleich auch noch mal ein bisschen besser verteilen. Aber ja, das ist sie halt. Ist an sich die gleiche wie die Salami, nur dass ein anderer Belag drauf ist. Sonst vom Teig ähnlich, immer noch weich an ein paar Stellen aber auch schon zu fest. Ja, die schieben wir jetzt auch gleich in den Ofen und dann gucken wir mal, was die kann. Und hier ist sie jetzt, die Schinken-Pilze-Pizza. Ja, die Champignons sind halt nur warm geworden. Also das ist für mich so, oh, warum? Ich hasse das immer. Wenn in einer Pizzeria oder wenn ich irgendwo bin und mir Pizza bestelle und Dosenpilze drauf habe, bin ich immer nicht glücklich. Aber sonst, ja, sieht sie aus wie die Salami. Hier drauf ist der Schinken, der jetzt warm geworden ist. Riecht, muss ich sagen, nach nichts persönlich. Hat gar keinen Geruch. Also kommt bei der Käse und bei der Salami kam noch richtig schön Geruch hoch. Die hier riecht eigentlich komplett neutral. Also es ist eine Pizza, die ist warm. Der Teig ist leicht kross. Wie gesagt, wir hatten jetzt hier 8 Minuten. Ich schneide euch jetzt mal ein Stück raus. Wir nehmen mal dieses hier.
damit es auch einigermaßen gut aussieht. Dann kann ich nämlich gleich wieder mein Foto knipsen. Denn ihr kriegt ja nur mit, was ich hier gerade so für euch tue. Aber ich mache im Hintergrund noch Fotos, ich mache nebenbei noch ein TikTok-Video. Also man hat hier viel zu tun, wenn man bei euch einen Test macht. Auf jeden Fall zieht der Käse schon mal Fäden, das ist schon mal gut. Ja, so sieht sie aus. Teig. Es ist ein Pilz runtergefallen, ich habe es gesehen. Ist natürlich wieder der gleiche, biegt sich auch gut nach unten. Jetzt muss ich aber kurz den Hund bremsen, der sich jetzt den Pilz holen will. Also kriegt ihr jetzt die Verkostung von mir und ich rette schnell den Pilz. Und weiter geht's im Probieren. Probieren wir also Schinken und Pilze. Ich bin gespannt, ob die überzeugt. Die ist aber langweilig. Und beim Teig müssen wir nicht mehr reden. Der wird nicht besser, egal auf 8 Minuten oder andere Zahl. Aber die ist geschmacklich wirklich sehr, sehr langweilig. Also an sich nur Tomatensoße mit ein bisschen Teig. Aber der Schinken hat kaum Geschmack. Die Pilze schmecken auch fast nach nichts. Das ist aber klar, es sind eingelegte Dosenpilze. Die haben meistens keinen Geschmack mehr. Ja, die ist halt da. Also an den Teig gewöhne ich mich jetzt langsam, jetzt nach dem ganzen Essen, aber die flasht mich überhaupt nicht. Also Prosciutto Funghi, die ist wirklich flach, also wirklich sehr, sehr flach. Hier kann man in der Zwischenzeit die andere Pizza noch reinschieben, bevor ich hier weitermache. Also Thunfisch probieren wir jetzt noch, dann sind wir auch durch. Dann reicht es mir aber auch für 4 Pizzen in einem Video, das ist auch mehr als genug. Ja, schon mal rein damit. Okay Google, stell den Timer auf 10 Minuten. Funktioniert doch. Sonst geht das immer wunderbar. Das war gerade ein Fehler. Aber jetzt machen wir die Pizza am längsten drin. Also die mache ich jetzt mit der längsten Zeit drin. Wir hatten jetzt ja verschiedene Zeiten drin von 7, 8 bis 9 Minuten. Mal gucken, was 10 Minuten macht. Aber die hier ist wirklich sehr, sehr flach. Also dieser Teig ist echt. Hier ist ein bisschen mehr Käse, an der einen Stelle war gerade weniger Käse. Der schmeckt aber leider, finde ich, nicht nach viel. Man merkt, dass es ein Käse ist. Dann wird es einmal ganz kurz geräuchert, du schmeckst aber nichts von dem Schinken. Und der Pilz schmeckt halt wie diese Dosenpilze. Er hat halt diese leichte, ja, bissige Konsistenz, die wir haben durch dieses Einlegen. Also die ist gar nichts. Also die anderen beiden würde ich ja wenigstens noch sagen, die kannst du dir mal holen, wenn du dich mit dem Teig abfinden kannst. Mit der Prosciutto Funghi oder mit der Schinkenpilze, da macht er eigentlich alles mit falsch. Also aber da werdet ihr richtig enttäuscht. Teig doof, Belag doof, Geschmack langweilig. Das ist von den drei, die ich jetzt getestet habe, die schlechteste. Die würde von mir punktemäßig dadurch nur 1 von 5 kriegen, maximal. 1 von 5. Also man kann sie aufessen, ich würde sie jetzt auch aufessen. Also ich tue hier keine von den Pizzen weg. Ich werde die auch nochmal, was so traurig ist, ich werde die, weil die jetzt ja kalt sind, nochmal aufwärmen. Und die dann aufgewärmt nochmal essen. Also dreimal aufgewärmt, aber ich schmeiße sie nicht weg. Aber nee, das ist wirklich nichts. Also das geht besser. Schade. Also da bin ich froh, dass ich mir die Margarita nicht gekauft habe, weil die Margarita ist ja der Schinkenpilze am ähnlichsten von der Zutatenliste. Und dann ist die Margarita genauso langweilig. Das wäre richtig doof. Na gut, dass ich die anderen genommen habe. Ich hoffe, dass Thunfisch mich mit ein bisschen mehr flasht, aber bisher ist Käse wirklich die, wo ich sagen würde, die lohnt sich wenigstens wegen dem Käsegeschmack.
Nur halt nicht wegen dem Teig. Und hier haben wir die Thunfisch-Variante. Ja, die sieht an sich, finde ich, am besten von allen Pizzen aus. Also die Käse sah auch gut aus, aber die sieht auch sehr, sehr gut aus. Denn es hat dieses schöne Farbspiel von Thunfisch und da mal Käse. Obwohl hier mal wieder kein Thunfisch ist in der Mitte, da fehlt wieder total was. Dafür ist ein bisschen was am Rand, aber das kann ich alles noch draufschmeißen. Könnte mehr Thunfisch für mich sein. Ich bin da ein Fan von, wenn einfach mehr drauf ist. Aber irgendwo muss der Preis natürlich auch herkommen. Hier sieht man aber auch eine Sache, dass die ordentlich vorgebacken wurde. Denn hier siehst du richtig, wie ein Loch sich reingebrannt hat in den Teig. Also ich bin gespannt, ob die jetzt gleich was kann. Optisch auf jeden Fall nicht schlecht. Und hier ist jetzt die Thunfischpizza. Ja, fertig aus dem Backofen. Sieht sie eigentlich genauso aus wie vorher. Es hat sich optisch nichts verändert. Höchstens, dass der Käse noch ganz minimal verlaufen ist. Aber sonst ist es wirklich optisch fast der gleiche Eindruck. Ihr habt es ja gerade sogar noch besser gesehen als ich. Ihr seht es ja erst beim Schneiden. Bei mir liegen ja immer ein paar Minuten dazwischen. Wir schneiden also auch direkt ein Stück raus, damit ich euch den Anschnitt zeigen kann. Wir nehmen mal hier, wo da ein bisschen mehr Thunfisch ist. Also 10 Minuten macht den Rand knusprig. So sieht es jetzt im Anschnitt aus, die gute. Vom Teig ist sie wieder ähnlich. Mal gucken, ob 10 Minuten vielleicht jetzt die bessere Wahl waren. Und ab geht's ins letzte Probieren. Ja, 4 Pizzen. Ich kann ja sagen, echt. Naja, schauen wir mal. Vom Geruch super. Also ich hatte es schon beim Backofen beim Rausnehmen gemerkt, der hat wirklich einen sehr, sehr guten Geruch. Also schön Zwiebeln, durchs Thunfisch, riechst ein bisschen Gewürze. Also ist wirklich alles da. Mal gucken, ob es auch schmeckt. Speck. Also wie die Käse, so ein richtig schöner, authentischer Geschmack. Schöner Thunfischgeschmack, schmeckt Zwiebeln, schmeckt Gewürze, ein bisschen Käse, Tomate. Aber leider wieder dieser etwas knautschige Teig. Aber sonst eine gute Thunfischpizza. Und wenn dieser zähe Teig nicht wäre, oder dieser knautschige Teig nicht wäre. Wir hatten gerade, mein Freund ist gerade wiedergekommen und die hatten jetzt gerade nochmal die Käse ein Stück in den Backofen getan. Nur so ein kleines Stück Käse halt nochmal abgeschnitten, nochmal mit kurzem Backofen mitgetan. Da war sie besser. Das lag aber jetzt nicht daran, dass sie länger gebacken wurde, sondern dass von den Seiten, wo Luft dran gekommen ist an diesem Teig. Also das Problem scheint wirklich zu sein, dass der innen drin irgendwie zu kompakt oder zu feucht ist und dann diese Matschigkeit hat. Der Geheimtipp scheint also zu sein, da muss diese Pizza klein schneiden, also schon mal in Stücke schneiden und dann in den Backofen schieben. Das scheint wohl besser zu funktionieren. Da hat sie ein bisschen besser geschmeckt, also vom Teig her. Die Thunfisch ist super. Also auch toller Geschmack, ist wie die Käse, finde ich. Also beiden besten Varianten für mich, auch vom Geschmacklichen. Aber ich liebe auch Käse und Thunfisch, also für mich sind die sehr, sehr authentisch vom Geschmacklichen. Da kannst du nichts vom Geschmacklichen sagen. Wie gesagt, auch Teigproblem. Darum würde ich eher wie der Käse-Variante auch nur 3 von 5 Punkten geben. Wie gesagt, der Teig könnte besser sein, aber der Geheimtipp oder vielleicht die Lösung für dieses Pizzateigproblem scheint zu sein, schneidet sie vorher. Schneidet sie komplett vorher auf und tut sie dann im Backofen. Hat funktioniert komischerweise. Okay, sie war aber jetzt nochmal 3 Minuten zusätzlich drin, aber sie war ja schon gebacken, aber das scheint besser zu helfen. Ich kann das jetzt hier leider nicht mehr probieren, da ich jetzt keine rohe Pizza mehr habe. Aber das könnte vielleicht helfen. Vielleicht könnt ihr sie aber einmal ausprobieren. Vielleicht könnt ihr eine halbe oder ein Viertel davon so im Backofen tun und dann den anderen Teil nochmal so essen, ob das geschmacklich irgendwie einen Unterschied gibt, wenn ihr sie probiert. Ich würde mir Käse und Thunfisch sehr, sehr gerne wieder kaufen, aber wie gesagt, ich brauche einen besseren Teig oder sie sollen es einfach wirklich so machen, wie es die einfachste Lösung wäre. Die sollen uns die gefrorene Variante schicken, also komplett den Teig unaufgebacken, nicht im Backofen irgendwie vorgebacken oder in ihrem Holzofen und dann backen wir die, wie wir es in Deutschland kennen, selber im Backofen hoch. Wird ja schon funktionieren, ist ja ein bisschen leicht ofenfrischen Style vielleicht sogar dann. Das schmeckt sich ja auch genauso gut, weil Belag können die richtig gut, den Rest... Ja, weiß ich nicht.
Müsst ihr am Ende entscheiden. Ihr entscheidet natürlich, ob ihr sie kauft oder nochmal kaufen werdet. Wie gesagt, Thunfisch kann man machen, Käse kann man machen, Salami ist okay. Und Prosciutto, Funghi und Margherita werden die langweiligsten Sorten sein, die ich nicht empfehlen kann persönlich. Aber ich bin jetzt durch mit dem Test. Ich müsste jetzt aber noch was anderes für euch testen. Ein Dessert habe ich ja noch liegen und noch etwas Bayerisches. Da werde ich jetzt aber erstmal kurz eine Pause einschmeißen, weil das war jetzt viel Pizza in kurzer Zeit für euch, für mich sogar noch in längerer Zeit. Jetzt bin ich erstmal ein bisschen gesättigt. Aber ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gefallen euch solche Langtestformate, wo wir vielleicht ein paar Sachen länger zeigen als nur in diesen 7 oder manchmal 10 Minuten. Oder gefallen euch auch solche richtigen langen Videos, wo wir uns wirklich Zeit nehmen und mehrere Sachen in einem Produkt versuchen, von einer Produktkategorie zu machen. Das ist nämlich ab und zu mal möglich. Ich würde mich freuen, wenn ihr da auch ein bisschen Feedback zu gebt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich über jedes Abo. Kanalmitgliedschaft natürlich auch, damit unterstützt er mich. Das war jetzt natürlich auch wieder ein intensiver Test von Zeit, Produktinvestitionen, Fahrtkosten und was da alles rum und dran hängt. Damit könnt ihr mich sehr unterstützen mit so einer kleinen Mitgliedschaft. Da gibt es 2 Varianten, die könnt ihr euch auswählen. Und ihr bekommt auch so ein paar Einblicke hinter die Kulissen. Ist auch mal sehr schön. Oh, und ich bin jetzt so gespannt, was ihr zu dieser Pizza gesagt habt. Darum freue ich mich auf eure Kommentare und ich mache jetzt ein Päuschen und dann schneide ich die Pizza nicht für euch, sondern das Video. Ich bin echt durch gerade. Sehr langer Test. Ich habe, glaube ich, hat jetzt 1,5 Stunden, glaube ich, gedauert. Nur der Test selber. Jetzt kommt noch Schneiden. Das wird sicher auch nochmal so 2 Stunden dauern. Mal gucken. Wir sehen uns. Ciao, euer Bob.